Schönen Abend euch allen. Schön, dass ihr auch den Weg hierher zu diesem Talk gefunden habt. Ich freue mich sehr, zwei absolute Experten auf dem Talk des auf dem Feld des Cyberns vorstellen zu dürfen. Cyberdonis und Cybersias. Es ist uns eine große Ehre, Sie heute hier in der HFG und im ZKM willkommen zu heißen. Die beiden haben eine weite Reise auf sich genommen, um euch den besten Einblick in die Welt des Cyberns zu vermitteln. Bitte stellt eure Decktelefone auf stumm, sofern das möglich ist, und eure Handys vielleicht auch. Es wäre für uns alle sehr angenehm und ich wünsche euch einen interessanten Einblick in die interessante Welt des Cyberns. Viel Spaß. Erstmal meinerseits vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen seid. Und ich möchte auch an dieser Stelle klarstellen, es handelt sich hierbei nicht um eine Spaßveranstaltung und es handelt sich hierbei definitiv um ein ernstes Thema der äußersten nationalen Sicherheit. Und ich möchte auch bitte, dass das Publikum auch mit so einem Ernst rangeht und ich möchte nicht irgendwelche Bullshit-Rufe oder sowas hören. Seien Sie sich sicher, wir haben mindestens 4 EMSI-Catcher in diesem Raum installiert. Und wir wissen, wer hier drin sitzt. Wir arbeiten außerdem mit dem NOC zusammen und protokollieren auch natürlich die MAC-Adressen, alle MAC-Adressen, die in diesem Gebäude registriert sind. Das heißt, wir wissen, dass Sie hier sind und Sie können sich nicht hinter irgendwelchen Pseudonymen verstecken. Um das geklärt zu haben, ich möchte mich auch noch für eine andere Sache entschuldigen. Es steht heute eine größere internationale Übung an. Es kann sein, dass wir aus dem Bereitschaftsdienst gerufen werden und einsatzbereit sein müssen. Es kann sein, dass wir den Vortrag vorzeitig unterbrechen müssen. Ich möchte mich nochmal im Vorab dafür entschuldigen, sollte das passieren. Ich bin mir jedoch sicher, dass unsere Kollegen ihr Bestes tun werden und ihre geballte Kompetenz auf das Problem werfen werden, bevor wir angerufen werden. So, worum geht es hier überhaupt? In Zeiten großer Unsicherheit und Begriffen, die man nicht recht versteht und trotzdem benutzt, sind viele Bürger besorgt, zu Recht. Das bedeutet, dass es hier einen großen Handlungsbedarf seitens der Politik und uns natürlich gibt, um unseren Bürgern diese Orientierung zu bieten, haben wir die Cyberbehörde ins Leben gerufen, von der wir zwei hier sind. Und hiermit wollen wir euch, lieben Technikinteressierten, und den Menschen im Internet oder von unserer Kanzlerin gerne als Neuland bezeichnet. Und wir wollen euch das erklären und wir wollen euch auch mal zeigen, was wir so alles machen. Und das ist leider Pflicht für uns, das ist Dienstverpflichtung, auch Leuten, die interessiert daran sind, aufzuzeigen, wie sie zu uns dazustoßen können. Nun beginnen wir am besten mit den zwei Anwesenden hier. Ich möchte mich auch, wir müssen eine gewisse Anonymität bewahren, deswegen die Hauben. Obwohl das natürlich arbeitsintensiv ist, das tragen wir täglich am Arbeitsplatz. Zu meiner Person, ich kann Ihnen nur meine Initialen nennen, ich bin über 20 und habe den Dienstgrad des Cyberhauptmanns. Das können Sie jetzt nicht erkennen, weil unsere Klappen natürlich der Anonymität wegen entfernt wurden. Ich bin nach dem Wehrdienst bei der Bundeswehr, bin ich dort geblieben und seit der Gründung der Cyberwehr von Anfang an dabei und kann bei der Entstehung dieser wundervollen Einheit dabei sein und bin wirklich dankbar drum. Zu meinem Mitarbeiter, Kollegen, fast Freund, Cybersias. Er hat seine Ausbildung in der Wirtschaft gemacht, in einem großen deutschen Technologiekonzern, der eng mit der Bundeswehr damals noch als verstreute Einheit zusammengearbeitet hat und ist zur Cyberwehr dazugestoßen. Dazu ist zu sagen, dass er ungewöhnlich fit für die Cyberwehr ist und übernimmt deswegen bei Übungen die Sprints in die Rechenzentren.
weil wir brauchen eine schnelle Vor-Ort-Einsatzgruppe. So, das sind nur einige unserer Partner. Die restlichen darf ich nicht nennen. Die Folie ist eigentlich voll. In unserer Mission, der Bevölkerung eine Orientierung im Internet zu bieten, haben wir uns natürlich mit diesen Partnern eben zusammengetan. Natürlich darf die NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence nicht fehlen. Die NATO selber natürlich auch nicht. Die CIA, die National Security Agency, die NASA, wie sehr präzise vom ehemaligen Bundesgeneralstaatsanwalt formuliert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist natürlich arbeiten mit denen auch eng zusammen. Die haben die IMSI-Catcher hier installiert, mit ein bisschen Hilfe von der NSA. Und natürlich arbeiten wir mit lokalen Fraktionen der Cyberwehr. Das hier ist das Logo der Cyberwehr Heilbronn. Die können leider nicht hier sein. Die hatten uns anfangs Personenschutz zugesichert. Der ist leider nicht möglich. Das heißt, wir begeben uns hier mit Leib und Leben in Gefahr. Und natürlich die neu gegründete Cyberwehr. Bin im Text gesprungen. Das Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, mit denen wir sehr, sehr viel zu tun haben. So, was machen wir? Seit der Gründung hat sich diese Frage häufig gestellt, auch uns. Um diese Frage unseren Cybersoldaten und Ihnen vor allem natürlich zu beantworten, haben wir uns nach der Gründung ein paar Gedanken gemacht, was wir erreichen wollen. Primär ist selbstverständlich das Ziel, unser Neuland vor Angriffen aus dem Dark und Deep Web zu verteidigen. Dies erreichen wir am besten, indem wir unsere Soldaten und Mitarbeiter in den Ministerien ausbilden. Und das heißt, wir gehen hin und erklären den Mitarbeitern, wie sie die verschiedenen Tools benutzen, meistens GUI-Tools, oft auch IT-Support, wie funktioniert unser Drucker. Dann natürlich Beratung. Es stehen Maßnahmen, es stehen viele Umwälzungen im Cyberbereich an. Und eben diese Umwälzungen machen natürlich den Mitarbeitern Sorgen. Und da wollen sie auch begleitet werden, den ganzen Weg. Und natürlich helfen wir mit unseren exzellenten Kompetenzen bei der Einrichtung von Hochsicherheits-Cloud-Systemen für den behördlichen Alltag. Hier haben wir auch schon sehr viele Innovationen aus dem Internet in die Büros getragen, zum Beispiel Instant Messaging, kennen Sie bestimmt. Büroautomation mithilfe von IoT-Devices das wird sogar von den Mitarbeitern, auch von den Pensionierten, von den älteren, kurz vor der Pension stehenden Mitarbeitern verlangt. Und natürlich bieten wir alles, damit sich die Mitarbeiter in Behörden und entsprechenden Abteilungen sicher und sorgenfrei arbeiten können. Was natürlich machen wir auch proaktive Cyber Defense. Was bedeutet das? Es handelt sich hierbei um ein Sekundärziel. Primär geht es darum, dass wir unsere Systeme von Angriffen von außen schützen. Aber natürlich, um die Kapazitäten im defensiven Bereich zu erweitern, müssen wir Gefahren allgemein, aber insbesondere aus dem Deep Web erkennen und beseitigen, bevor diese zu Gefahren werden. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle für die Herrschaften, die hinten stehen. Hier vorne sind noch Plätze frei. Seien Sie sich allerdings bewusst, dass dieser Bereich aufgezeichnet wird. Man will ja deutsches Gesetz wahren. Und natürlich sind wir stets bemüht, unsere Ressourcen aus reichen defensiven Gründen zu benutzen und kontinuierlich zu erweitern. Dazu müssen wir im Wohle der Bevölkerung leider oft auch kreative Regierungsmethoden benutzen. So, Cyber-Notfallbetreuung. Wenn es jetzt passiert, dass dann doch ein Notfall eintritt, wie heute Abend jetzt die Übung, die gerade in diesem Moment, wie wir reden, sitzen Soldatinnen und Soldaten am Rechner und simulieren
Angriffsszenarien. Diese Simulation umfasst natürlich auch eine Simulation einer potenziellen schnellen Einsatzgruppe mit Waffen. Und das alles passiert digital am PC. Selbstverständlich, weil wir wollen die ja nicht rausschicken. Wenn ein Angriff jetzt passiert, also angenommen jetzt, mein Telefon geht los und es passiert ein Angriff, dann werden wir, dann, indem mein Telefon klingelt, werden wir natürlich dazugeholt. Wir stehen den Behörden, den angegriffenen Abteilungen natürlich mit Rat und Tat zur Seite, bis der Notfall geballt ist. Und das natürlich mit unserer geballten Cyberkompetenz. Oder ganz einfach, bis das nicht mehr wichtig ist. Bis was anderes im Fokus kommt oder etwas anderes wichtiger wird. Wir übernehmen natürlich die Kommunikation mit der Cyberfeuerwehr. Das haben Sie bestimmt schon aus den Medien entnommen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter von Unternehmen, die ihre geballte Kompetenz auf Abruf kostenfrei zur Verfügung stellen. Und natürlich reden wir mit Verbündeten, zum Beispiel der NATO, um auszuschließen, dass der Angriff einfach von dass es sich hierbei um einen missleiteten Angriff eines Verbündeten handelt. Sowas nennen wir auch gerne Cyber-Friendly Fire. Natürlich, die Terrorabwehr ist auch ein großer Teil unserer Aufgabe. Hier werden natürlich stets unsere Befugnisse erweitert, weil immer wieder Individuen Terroranschläge begehen. Hier können wir mit Hilfe von Data-Driven Target Analysis analysieren, von wo aus sich der Angreifer Zugang zu unserem System verschaffen will und gegebenenfalls die Angriffsrechner mit konventionellen Methoden ausschalten. Hier arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng mit der Bundeswehr und den herkömmlichen Armeen zusammen. Natürlich benutzen wir auch KI, um eine Next-Gen-Verhaltensbewertung durchzuführen. Und hier soll in erster Linie, ähnlich wie im Kalten Krieg, es sind keine, jede Partei hat Atombomben, jede, und es sind keine Atombomben gefallen, weil alle aufgerüstet waren. Hier soll die Abschreckung in erster Linie dadurch erzielt werden, dass wir das Pendant zur Atombombe im Cyberraum erforschen. Eine Waffe, die nur von uns eingesetzt werden kann und jedes System weltweit zum Erliegen bringen kann. Das heißt, die Angriffsrechner in dem Fall natürlich. Sozusagen, da muss ich die Ehre zuteilen lassen, wem Ehre gebührt. Das war natürlich der Einfall von CyberSeaS. Der Name dieser Waffe, das befindet sich noch in Entwicklung oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich dürfte auch nicht drüber reden. Aber so würden wir sowas haben, würden wir das die heilige Cybergranate nennen. Bei Bedarf. Bei Bedarf können wir natürlich. Bei Bedarf können wir in der Cloud bei skalierbaren Botnetzen Unterstützung finden und anfordern. So, nun Terrorabwehr. Also konkret, was machen wir dort? Im zunehmenden internationalen Wettrüsten, im Cyberkrieg, insbesondere auch von militanten Gruppen, ich erwähne jetzt mal hier nur Anonymous, oder den IS, der Facebook und Twitter benutzt, werden neue Technologien zur Verteidigung unerlässlich. Es müssen smarte Verteidigungslösungen entwickelt werden, um unsere digitale Vorherrschaft, die noch besteht, ausbauen zu können. Das umfasst, hier muss ich leider von den Folien ablesen, selbstverständlich die Echtzeitanalyse von Cyberangriffen. Das heißt, wir entdecken, wo kommen die her, mithilfe der Cloud. Wir benutzen Big Data und dazu möchte ich mich auch bei euch bedanken für eure MAC-Adressen, um eine Gefahrenprognose zu ermitteln und festzustellen, wo wird der nächste Cybersturm losgehen. Und natürlich
wieder Next-Gen Real-Time Behavioral. Verzeihen Sie, Englisch ist nicht meine. Next-Gen Real-Time Behavioral Analysis. Und ein anderer Teil, dazu haben wir Finanziers. Selbstverständlich beteiligen sich unseren Partnern an den Kosten. Kaufen wir im Deep Web Malware, bevor die bösen Jungs sie in die Hände kriegen können. Das bedeutet, da gibt es oft Bitcoin-Optionen. Und das heißt, dort werden ihre Steuergelder in Bitcoins umgewandelt und quasi direkt an Sicherheitsforscher, die sich nicht trauen damit, weil das sind alles Individuen, die was Besseres für die Welt machen wollen. Selbstverständlich. Und wir finanzieren damit ihre wichtige, sehr, sehr wichtige Arbeit. Und natürlich machen wir auch proaktive Gefahrenabwehr. Das heißt, wir setzen KI ein, um uns zu schützen und Verteidigungsangriffe zu fahren. Und natürlich Prävention von Friendly Cyberfire. Weil man will ja keine Ressourcen darauf verschwenden, einen Angriff abzuwehren, der eigentlich von einem gut gemeinten Alliierten kommt. So, das sind jetzt so das, was wir im Moment machen. Wir beraten natürlich auch die Legislatur, die Legislative, wie wir das Ganze sicherer gestalten können, wie wir das Ganze in ordentlichen Bahnen lenken können. Und da haben wir uns natürlich an entsprechenden Cyber-Tools, sind natürlich Waffen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und dort haben wir uns einfach an bestehenden Gesetzen orientiert und die etwas erweitert. Und der eine oder andere wird es gesehen haben, der Herr Fifth, glaube ich, nennt er sich mit Nickname, hat bereits so einen erhalten von uns, weil er sich mit uns auseinandergesetzt hat und weil er uns so gut begleitet hat und weil er selbstverständlich die entsprechende Qualifikation besitzt. Wir wollen sogenannte Cyberscheine einführen. Das ist eine Neuerung. Die wird in den nächsten Tagen vom Parlament verabschiedet. Und es soll eben die Reglementierung von diesen gefährlichen Cyber-Tools, die zum Angriff oder zur Vorbereitung eines Angriffs benutzt werden können. Hier sind vor allem auch die Verteidigungstools gegen rechtmäßigen staatlichen Eingriff in Informationssysteme der Bürgerinnen und Bürger als Angriffsutensilien zu verstehen. Das bedeutet, dass wir, um eben diese Big Data Analyse zu fahren, vielen Dank, mein Kollege verteilt gerade die Cyberscheine. Ich möchte Sie bitten, die keinesfalls auszufüllen, da keinesfalls ein Foto reinzumachen und keinesfalls einen Stempel reinzutun. Das wäre höchst illegal. Gerne könnt ihr euch an uns wenden. Wir betreiben hier auf der GPN, getreu diesem Muster folgend, das haben wir beobachtet, das Video Operations Center und das Phone Operations Center haben wir das Cyber Operations Center Karlsruhe eingeführt und betreiben das hier. Wir sitzen dann am Platz und gerne könnt ihr euch an uns wenden mit diesen Scheinen und mit entsprechender Qualifikation kriegt ihr die natürlich gestempelt und signiert. Zu den Qualifikationen gleich mehr. Genau, die Cyberscheine haben Sie ja schon in der Hand. Bei diesen Cyberscheinen haben wir in erster Linie an die Forschung und die Bildung gedacht. Vor allem allerdings an die Unternehmen, die sich ständig den Gefahren im Neuland-Internet ausgesetzt sehen. Diese Cyberscheine wird es in zwei Kategorien geben. Den kleinen Cyberschein, den Sie jetzt in den Händen halten, und den Cyberschein mit erweiterten Berechtigungen oder großen Cyberschein. Dazu kommt gleich noch mehr. Erstmal der kleine Cyberschein. In erster Linie an Bürger gerichtet, die sich in der Technologie ausbilden wollen und Unternehmen, die einen sogenannten einfachen Bedarf anmelden können. Konkret kann dieser für die Lehre, IDV-Administratoren, Junior-Cyber-Consultants und interessierte Hobbyisten unter gewissen Voraussetzungen gewährt werden.
Einerseits müssen die Personen die Mitgliedschaft in einem organisierten Verein nachweisen, wie zum Beispiel einem Chaos Computer Club Erfa. Weiter muss ein physisches und psychisches Attest vorgelegt werden, was die Tauglichkeit des Individuums beweist. Eine zweiseitige schriftliche Begründung soll die Motivation der Bürgerin oder des Bürgers beweisen, um Kriminellen den Zugang zu diesen Tools zu erschweren, sind Menschen mit Vorstrafen vor dem Verfahren natürlich ausgeschlossen. Zu guter Letzt, um den Personen die Verantwortung, die sie tragen, vor Augen zu halten, wird noch ein eintägiger Kurs vorausgesetzt. Die reglementierenden Tools sind Ping, WGET oder Curl, OBJ-Dump, Hex-Dump und natürlich die Browser-Entwickler-Erweiterungen, weil damit kann man ja Webseiten manipulieren und gegebenenfalls Tatsachen vortäuschen, die keine sind. Jetzt mal weiter zu dem großen Cyberschein oder den Cyberschein mit erweiterten Befugnissen. Diesen haben Sie nicht ausgehändigt bekommen, weil wir reden hier von einem ernsthaften Dokument. Das ist mit sehr, sehr viel Verantwortung verbunden. Ich finde es faszinierend, dass Sie das lustig finden. Wir reden hier von ernsthaften Maßnahmen, die Ihre Sicherheit in erster Linie, das machen wir für Sie, die Ihre Sicherheit gewährleisten sollen im Internet, dass Sie und Ihre Kinder geschützt sind vor bösen Raubmordkopierern. Der Cyberschein mit erweiterten Befugnissen ist hauptsächlich an Sicherheitsforscher und Unternehmen, die die sogenannte digitale Infrastruktur betreiben, gerichtet. Natürlich auch an Menschen, die diese Unternehmen betreuen oder Unternehmen dabei unterstützen, zum Beispiel Cyber Consultants. Oder natürlich, wie Cyber-Experten, zum Beispiel der Herr Starbuck, hat vor kurzem von uns einen großen Cyberschein erhalten. Es gibt keinerlei Einschränkungen zur Nutzung der Tools, der Utensilien natürlich. Allerdings gilt, dass Forscher ihre Erkenntnisse als erstes mit uns teilen müssen. Und wir über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheiden. Und über die Veröffentlichung von potenziellen Erkenntnissen. Ferner wird jegliche Nutzung in Echtzeit mithilfe einer hochverfügbaren, verteilten, cloudbasierten Big Data Blockchain-Lösung gespeichert und revisionssicher protokolliert und von einer KI auf Verhaltensauffälligkeiten analysiert. An dieser Stelle, ich möchte Sie freundlich bitten, den Raum zu verlassen. Da hat ein Mitbürger sich darüber lustig gemacht, dass sich Menschen dafür einsetzen, dass sie sicher im Internet unterwegs sind. Und dann mit dieser traurigen Bemerkung möchte ich das Mikrofon nun an den Herrn Cybersias abgeben, der ein bisschen über die Karrierechancen bei uns erzählen will. Bitte. Fragen im Nachhinein. So. Ja, wir wollen natürlich Sie rekrutieren, mit uns das Neuland zu verteidigen. Hier bei uns, wir haben ein sehr attraktives Arbeitsumfeld. Du kannst mit den neuesten Exploits frisch aus dem Darknet spielen. Wir beschaffen über unsere Vertragspartner die neueste Hardware und können unsere Cybersoldaten mit im Rahmen ihrer Tätigkeiten benutzen. Außerdem natürlich können Sie die neuesten und sichersten Biometrieverfahren testen. Natürlich können das nur die höchstqualifizierten Cyber-Experten. Ja, Cyberwehr möchte attraktive junge Menschen sein. Daher bieten wir flexible Arbeitszeiten, eine patriotische Grundstimmung gegenüber dem Neuland sollte herrschen. Und außerdem bieten wir Billardtische, Arcades, Konsolen und viele weitere Sachen.
Es gibt sogar Whirlpools, aber da die recht beliebt sind, sind die nur höheren Rängen vorbehalten. Körperliche Fitness ist im Dienst in der Cyberwehr nicht so wichtig. Studium oder irgendeine höhere Qualifikation brauchen Sie auch nicht. Sie sollten aber sich mit den grundlegenden Hacking-Tools auskennen, insbesondere Word, Excel und Internet Explorer. Sie sollten auch die sich mit den bekannten Hackersprachen auskennen. Ich möchte hier nur Visual Basic Script nennen. Für spezielle Einsätze kann es sein, dass man unter gewissen Umständen, Erfahrungen mit Linux nützlich sein könnten. Sie sollten aber umfassende Cyberkenntnisse mitbringen und ein allgemeines Interesse an Cybertechnologien haben. Ja, Sie sollten außerdem kein Problem mit schlecht beleuchteten Räumen und Schimmel haben. Und ja, Freizeitbeschäftigungen sind eher hinderlich. Folgende Ausbildung bieten wir an. Ich möchte jetzt hier nur vorlesen. Cybertechniker und Cybertechnikerin, Cyber-Consultant, Cyber-Notfallsdienstleisterin, who you gonna call, Lead Busters, oder hier auf dem Deck 2927 Cyber. Sie können auch selber zum Cyber-Ausbilder wie ich werden oder Fachsoldat für fortgeschrittene Persistenzangriffe, Senior Cyber Threat Analyst, Strategic Cyber Advisor, Cyber Angriff Abwehrkoordinator, Cyber Awareness Gleichstellungsbeauftragter und natürlich, Sie können Ihre Karriere beim Cyber Bullshit Aufräumdienst starten. Insbesondere brauchen wir Tailored Access Operations Offiziere und Offizierinnen. Ja. Jetzt möchte noch Cyberdonius erzählen, wie Sie uns erreichen können. Danke. Wie schon erwähnt von meinem Kollegen, sind wir unter der Durchwahl 2729 CYBR erreichbar. Die E-Mail-Adresse darf ich leider nicht rausgeben. Die ist nur für den Dienstgebrauch. Natürlich handelt es sich hierbei um eine DE-Mail-Adresse. Sie können sich gerne aber an unsere allgemeine E-Mail-Adresse wenden. Die finden Sie auf unserer Webseite. Oder natürlich gerne auch hier auf der GPN persönlich beim Cyberchunk. Und eine andere Sache, das habe ich allerdings vergessen, als ich die Folien erstellt habe, auch im IRC. Mein Nickname dort ist Glücksbärche7 und sein Nickname kenne ich leider nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir den nachher herausfinden können. So, nachdem uns ein wenig Zeit übergeblieben ist, ein wenig viel Zeit, haben wir auch etwas mehr Zeit für Fragen. So, ja, ich möchte mich auch noch mal ganz kurz bei den werten Herren von der Cyberwehr bedanken und jetzt eine kleine Q&A-Session starten. Wer hat denn eine Frage hier? Hören wir gerade hier vorne. Wie sehen denn die Strafen aus, wenn man Tools und Utensilien nutzt, für die man keine Berechtigung hat? Selbstverständlich wird es dort einen Strafenkatalog geben, der ist noch nicht fertig. Allerdings wird eine Abstinenz von jeglicher Hardware als erster Schritt ausreichend sein, glaube ich, um Täter, die aus Versehen vielleicht die Tools benutzt haben, darüber aufzuklären, dass das, was sie gemacht haben, falsch war.
Sollte sich die Person jedoch dann über dieses Verbot hinaussetzen, wird es wahrscheinlich Haftstrafen in Internetisolationshaft geben. Ja, aber das Bundesverfassungsgericht hat doch vor ein oder zwei Jahren den Zugang zum Internet zum Menschenrecht erklärt. Das ist hier irrelevant. Sie haben erwähnt, dass Sie auch für andere Bundesbehörden, die unter Cyberangriffen leiden, Unterstützung leisten. Bezieht sich das ausschließlich auf technische Unterstützung? Und ich kann mir vorstellen, wenn so eine Behörde einen Cyberangriff erleidet und das öffentlich wird, dann werden die entsprechenden Personen ja in der Öffentlichkeit häufig bloßgestellt und von Vereinigungen wie dem CCC aufs Übelste offengelegt. Bieten Sie auch Cyber-Notfallseelsorge an? Selbstverständlich. Ich bin mir fast sicher, dass ich das auch in dem Slide drin hatte. Ja, ich habe es vergessen. Verzeihung. Natürlich bieten wir auch Cyber-Seelsorge an, weil ich meine, wir reden hier davon, dass die Leute von ihrem im Zweifelsfall alles, was sie in ihren Rechner eintippen, über einen Arbeitstag ins Internet bloßgestellt bekommen. Und das kann durchaus persönliche Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt da hin und wieder durchaus Details, die man nicht in der Öffentlichkeit haben will, auch nicht als Behörde über seine Mitarbeiter. Ja. Danke. Weitere Fragen? Ich möchte auch an dieser Stelle erwähnen, dass mein Kollege im Feld aktiv ist. Ich bin in der Administrativen tätig. Das heißt, Sie können auch gerne praktische Fragen stellen. Ich weiß nur nicht, allerdings muss er mich erst fragen, ob er sie beantworten darf, weil es handelt sich hierbei natürlich auch um Verschlusssachen. Okay. Es soll ja der Cyberschein jetzt eingeführt werden. Ja. Ist auch sowas wie eine Cybertool-Besitzkarte für Cyberwaffensammler geplant, oder? Nein, das ist, also die, wenn man das Tool benutzen darf, darf man es auch besitzen. Wenn man es nicht, benutzen darf, darf man es auch nicht besitzen. So einfach ist das. Es wird sowas wie eine, natürlich können Sie verschiedene Varianten von Ping oder WGET horten, irgendwie verschiedene Releases, wenn Sie Connoisseur davon sind. Allerdings, wenn Sie jetzt einen kleinen Cyberschein haben und Sie wollen zum Beispiel Nmap oder gar Zmap benutzen, dann müssen wir leider sagen, das geht nicht, dann müssen Sie einen großen Cyberschein beantragen und dafür müssen Sie ein berufliches, berechtigtes Interesse haben. Und natürlich die Auflagen befolgen, die wir auferlegen mit dem Cyberschein. Wie sieht ein Arbeitstag aus mit Übung und so weiter? Verzeihung, ich habe es nicht verstanden. Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen aus mit Übung und so weiter? Bei mir natürlich, ich bin, wie schon erwähnt, bin ich in der Administrativen tätig. Das heißt, ich habe sehr viele Meetings, sehr viele Telefonkonferenzen, natürlich auch oft, wie es so schön intern heißt, Händchen halten von höheren Offizieren, die sich einfach mit dieser ganzen Sache etwas unsicher sind. Eventuell Bedenkenträger, Datenschützer sind leider immer noch ein Problem. Da müssen wir einfach sehr, sehr viel machen. Und auch meine Aufgabe ist hauptsächlich mit Leuten reden. Auch jetzt ist das tatsächlich mein erster Auftritt vor Publikum, der nicht unter einer gewissen Geheimhaltungsstufe eingestuft wurde. Das bedeutet, dass wir halt auch demnächst wahrscheinlich mehr Öffentlichkeitsarbeit machen werden. Bei meinem Kollegen, er, wie schon erwähnt, rennt viel in Rechenzentren rum, Netzwerkkabel ein-, ausstecken, Rechner neu starten, Backdoors installieren, ja, verschiedene Tätigkeiten, die halt einfach so anfallen. Also er ist, ich will mal ganz salopp behaupten, er der Laufbursche. Das war natürlich nicht böse gemeint. Es ist wertschätzend. Ich kann nicht so gut laufen wie er. Ist der Cyberschein ein ausschließlich neuländisches Konstrukt oder gibt es da schon internationale Abkommen, zumindest auf Ebene der Europäischen Union, sodass ich zum Beispiel einen europaweit gültigen Cyberschein Klasse B haben kann?
Die europaweite Einführung ist geplant. Im Moment arbeiten wir allerdings als Erste, weil wir einfach im Neuland Vorreiter sein wollen. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass internationale Partner mit anziehen werden. Konkret weiß ich von den USA. Dort ist so etwas schon länger geplant. Sogar Laptops mit WLAN werden dort in Betracht gezogen. Das finden wir allerdings etwas zu weit und das beschneidet die Rechte der Bürger etwas zu sehr für unseren Geschmack. Ist der Anzug Arbeitskleidung und ist es im Anzug heiß? Das ist eine sehr persönliche Frage. Aber ja, es ist warm. Es geht darum, unsere Identität zu bewahren. Deswegen tragen wir diese Arbeitskleidung. In unseren Büros natürlich, mein Kollege arbeitet hauptsächlich in Serverräumen. Dort ist es etwas kälter, deswegen ist das auch tatsächlich die Dienstkleidung. Für mich ist es natürlich so, dass ich dann natürlich dann mein Overall ausziehen kann, wenn ich im Büro bin. Wenn ich natürlich hochoffizielle Meetings habe, muss ich den wieder anziehen. Aber ich darf im Büro den Overall ausziehen. Die Sturmmaske muss ich immer aufbehalten. Okay. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Mit welchem Cyberschein darf man Verschlüsselung nutzen? Verschlüsselung, wie schon erwähnt, ist, also das Problem mit der Verschlüsselung, da haben wir noch nichts Fertiges. Allerdings gibt es da Ideen. Einerseits, die Bürger müssen, wenn sie Public Key Cryptography benutzen, müssen ihren Private Key bei uns hinterlegen. Das wird natürlich über einen SSL-gesicherten Kanal passieren. Natürlich mit sicheren SSL-Zertifikaten. Das ist aber alles noch in Arbeit. Allerdings wird tatsächlich dann erstmal, wenn jemand angehalten wird und das Gerät ist verschlüsselt, dann gibt es Grund zu bedenken. Und dann wird die Person gebeten, das Gerät bitte zu entsperren oder Zugang zu den entsprechenden Nachrichten, weil es gibt ja heutzutage Crypto-Messenger, gibt es leider wie Sand am Meer. Das erschwert sehr unsere Arbeit. Dadurch können wir aktiv Terroranschläge nicht vermeiden. Und das ist alles Schuld von Verschlüsselung. Das heißt, wir arbeiten dran. Seien Sie nicht besorgt. Ja, bitte? Wie gehen Sie mit Ansammlungen von Menschen gegen die Cyberisierung des Neulandes um? Gibt es sowas nicht. B, würde es so etwas geben, würde man da bestimmt, wie schon erwähnt, kreative Regierungsmethodiken, würde da bestimmt sich ein Weg auftun, das Ganze als irgendwas zu deklarieren und dann würde man das verhindern können. Danke, dass Sie die Frage stellen. Wenn Sie Interesse haben und daran arbeiten wollen, melden Sie sich gerne bei mir. Ich kann Ihnen gerne eine Karte geben. Das können wir ändern. Wenn Sie bei uns anfangen, kriegen Sie natürlich selbstverständlich den großen Cyberschein. Wenn ich jetzt den kleinen Cyberschein habe und dann einen eigenen Server in Betrieb nehme, wie lange dauert das dann, bis ich den großen Schein bekommen kann? Der große Schein ist tatsächlich nur, also Sie müssen über ein Unternehmen sich an uns wenden oder an die entsprechende Zertifizierungsstelle. Das geht nur über ein Unternehmen. Wenn Sie also ein Unternehmen sind, was ein berechtigtes Interesse hat, Sie wären wahrscheinlich schon kontaktiert worden an dieser Stelle, dann würden Sie dann würden Sie sich einfach an uns wenden und sagen, hallo, wir betreiben kritische Infrastruktur, wir betreiben Krankenhaus-IT. Die Kollegen sind sehr bedacht, was Sicherheit angeht. Wir sind Internetanbieter, wir sind Mobilfunkanbieter, wir haben viele Daten vieler Bürger, dann sind sie natürlich berechtigt, diese Tools zu benutzen, weil letztendlich man muss wissen, wie man angreift, wenn man sich verteidigen will. Und dann ist das gerechtfertigt. Als Privatperson muss ich Sie leider enttäuschen, da müssen Sie mit dem kleinen Cyberschein vorlieb nehmen. Ja, bitte?
Ah, ja. Verzeihung. Welchem Bundesministerium ist denn die Cyberbehörde unterstellt? Das darf ich nicht sagen. Ist dann auch schon ein Junior-Cyberschein geplant, um die nächste Generation möglichst früh zu cyberisieren? Nee, das ist der kleine Cyberschein. Die Auflagen sind durchaus unkritisch und halten sich auch in Grenzen für Privatpersonen. Somit ist es auch einem Kind möglich, diesen zu erwerben. Es gibt keine Altersbeschränkung, lediglich die Stichpunkte, die dort aufgeführt wurden. Die Psychologen, also es wird natürlich alles viel einfacher, wenn man klein ist, weil die psychologische Beurteilung oder selten haben Kinder Vorstrafenregister. Das wird natürlich alles viel unkomplizierter und dementsprechend wird das auch etwas schneller bearbeitet, um die junge Generation zu motivieren, das Neuland zu verteidigen. Und natürlich auch, um die Nachwuchsförderung zu ermöglichen. Allerdings wird es keinen dedizierten Junior-Cyberschein in der Form geben. Ich habe gesehen, dass der Knudibacker im großen Cyberschein enthalten ist. Ja. Der ist ja allerdings nicht für die Lehre gedacht. Wo wird denn GCC oder sonst irgendwas zu finden sein? Im Kleinen oder im Großen? Der GCC ist ja nicht zum Vorbereiten eines Angriffs gedacht, sondern zum Schreiben von Programmen. Und um dieses Neuland, wir können dieses Internet schützen, wie wir wollen. Wenn niemand dafür etwas entwickeln kann, dann bringt das nichts. Also die Entwicklung selber ist natürlich erlaubt. Allerdings dürfen sie keine Hacking-Tools entwickeln. Das ist, glaube ich, das erklärt sich von selber. Diese Scheine sind nicht auf diese Sachen begrenzt. Das wird auch regelmäßig aktualisiert werden. Hacking-Tools zu entwickeln wird illegal werden. Außer man hat halt den großen Cyberschein, da darf man die halt auch benutzen, aber man muss halt eben diese Cloud-Library mit einbinden. Die wird es für die gängigen Programmiersprachen Java, C++ geben und PHP, glaube ich. Dann können Sie einfach diese Library in Ihrem Programm einbinden und sobald irgendwas Kritisches gemacht wird, wird das natürlich zu uns geschickt und damit sind Sie dann abgedeckt. Vorausgesetzt, Sie haben natürlich den großen Cyberschein. Ja, ist es wahr, dass Günther Oettinger General der Cyberbehörde werden soll? Das ist mir nicht bekannt. Wir haben viele Fragen, das finde ich gut. Sie zeigen Interesse an unserer Behörde, das finde ich sehr. Wie gesagt, sollten Sie sich nach einer neuen Stelle umschauen oder vielleicht Interesse an einem neuen Tätigkeitsgebiet haben. Sie haben große Karriereaufstiegsmöglichkeiten und es gibt jetzt eine Frage. Ja, genau. Also mein Chef hat jetzt letztens gesagt, ich soll jetzt Git benutzen. Das hatte ich mir jetzt angeguckt und da ist ja ein SSH drunter. Und jetzt die Frage, kriege ich Strafminderung, wenn ich meinen Chef irgendwo verpetze? Weil das ist ja auf dem Cyberschein wahrscheinlich. Das und an dem muss ich mich da wenden. Nein, natürlich Git, SSH ist ja erstmal nicht illegal, weil da kommen wir ja wieder zur Verschlüsselung. Wenn Sie uns Ihren privaten Schlüssel geben, dann ist es ja absolut super. Dann haben Sie, wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann brauchen Sie sich vor nichts zu fürchten und dann ist alles gut. Dann wird alles von unserer KI in Echtzeit analysiert, in die Blockchain weggesichert und dann ist alles gut. Da brauchen Sie keine Bedenken haben. Ja? Das Verteidigungsministerium hat ja jetzt online auf sozialen Medien ein hervorragende Werbevideos für die Bundesmarine publiziert. Ja? Planen Sie Ähnliches? Ja, das Ganze werden wir natürlich über Werbung machen, die wir auf Seiten einblenden. Weil damit erreichen wir einfach unser Zielpublikum. Wenn Sie jetzt schon meinen Key per haben, signieren Sie mir dann auch meinen Key? Also wenn Sie uns natürlich Ihren privaten Schlüssel geben, dann können wir natürlich auch dann signieren, weil wir verifizieren, dass der Key natürlich Ihnen gehört. Weil wir wollen ja nicht, dass Ihr Nachbar, der Sie nicht mag, weil Sie den ganzen Tag drin sitzen und was auch immer, ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, wie Sie zu Ihren Nachbarn stehen, wahrscheinlich lieben Sie Ihre Nachbarn, aber angenommen, Sie würden einen Nachbar haben, der Sie nicht mag, dann könnte er ja bei uns einen Key einreichen, damit fiese Terrordrohungen machen oder sich im Darknet irgendwelche illegalen Cybertools besorgen und uns vielleicht sogar überbieten bei irgendwelchen Angriffssachen. Und
dann würden wir Sie ja verhaften. Das heißt, wir verifizieren, dass der Key von Ihnen kommt. Das heißt, die anderen Bürger wissen, wir wissen das auch von den anderen Bürgern. Das heißt, wir können daher, dass wir alle die privaten Keys haben, ich glaube, Sie denken gerade konkret an PGP, können wir alle cross-signen. Das heißt, Sie haben dann die Unterschrift von ungefähr 60 Milliarden Deutschen. Das 60 Millionen, natürlich. Verzeihung, danke für die Bemerkung. Von 60 Millionen Deutschen. Und sowas können sich die, das können sich diese Cyberfreaks nicht ausmalen. 60 Millionen Unterschriften, dafür würden sie töten. Wir bieten quasi Signature as a Service. Kostenlos, also von ihren Steuergeldern bezahlt, aber das ist dann inklusive, neben der Verteidigung ihrer Infrastruktur. Ja, bitte? Ich würde, kurze Bemerkung an den Herald, ich würde noch zwei Fragen zulassen. Ja? Sie hatten ja jetzt erwähnt, dass es keine Untergrenze gibt, keine untere Altersgrenze für den Besitz des kleinen Cyberscheins, dass auch Kinder den erwerben können. Gibt es denn eine obere Grenze? Nein, aber die, das erübrigt sich meistens von selber. So, eine Frage habe ich noch gesehen. Noch zwei, wie gesagt, noch. Ich hätte dann noch eine. Ah, okay. Sorry, er darf das. Wie viel bezahlt ihr denn? Was springt denn dabei raus? Darüber darf ich nicht reden. So, und jetzt noch zum Abschluss eine kleine Frage von mir. Ist es möglich für KIs, den Cyberschein zu erwerben? Nein, weil KIs natürlich von uns zertifiziert werden müssen. Das heißt, sie würden automatisch den großen Cyberschein bekommen, weil sie selber natürlich große Cyberschein-Tools sind. Erübrigt sich die Frage, also darf ein Auto fahren? Also, tut mir leid, an die Veranstalter, das Personal würde ich mir nächstes Mal besser aussuchen. bevor ich abschließe, möchte ich noch ein paar inspirierende Worte sagen. Das ist unser Credo. Dafür muss ich ganz zum Schluss, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Sowas kann ich mir doch nicht merken. Moment. Ah, hier habe ich's. Das ist übrigens meine IPv6-Adresse. Der Telnet-Port ist offen. Sie können mir gerne Nachrichten hinterlassen. Wir geben euch nie auf. Wir werden euch nie enttäuschen. Niemals herumlaufen und euch verlassen. Wir werden euch niemals weinen lassen und uns niemals verabschieden. Werden euch nie belügen oder verletzen. Vielen Dank.